Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch die Lookfantastic Beauty Box Juli 2021 und ich war schon ein bisschen verwirrt, als ich diesen Karton hier bekommen habe und der auf einmal so dünn war und so ein bisschen breiter. Also ganz, ganz anders als die Umverpackungsbox vom letzten Monat und die Monate davor. Und dann habe ich die Box aufgemacht, weil ich dachte, hey, vielleicht, weiß ich nicht, was ist das da drinne? Weil es sieht halt einfach nicht aus nach der Beautybox. Und tatsächlich war dort so eine Tasche einfach drinne. Die ist so, so schön. Hier hinten steht einmal Lookfantastic Beautybox drauf. Die ist halt, ja, wie aus so einem Ledermaterial gemacht worden und hier sind halt eben die Produkte, die sich darin befinden. Ich finde es mega klasse, weil es ist einfach dann so eine Kosmetiktasche, die man so gut wie überall mit hinnehmen kann und die auch nicht so groß ist, die Tasche, und die einfach überall reinpasst. Das finde ich echt mega, mega. Und wir werden uns die Produkte, die hier drin sind, jetzt einmal anschauen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ihr habt schon die Tasche gesehen. Ich habe sie euch gezeigt. Ich werde sie jetzt auch einmal öffnen. So, das öffnet sich halt einfach, ja, wie so eine stinknormale Kosmetiktasche. Das erste Produkt, was ich hier habe, ist von Grow Georgios Intelligent Hair Care. Und zwar ist es ein Anti-Pollution Leave In Spray. Das sind 60 Milliliter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Produkt ist. Es ist auf jeden Fall etwas für die Haare. Und es ist ein Spray. Ich werde euch mal hier hinschreiben, was genau das ist. Ich werde mich mal erkundigen, bevor ich indem ich das Video schneide. Es ist halt, wie gesagt, ein Sprayer und so schaut das Produkt hier einmal aus. Weiter geht's mit einem ziemlich kleinen Produkt und zwar von Ila Masqua. Ein Beyond Liquid Highlighter. Hier sind 2 Milliliter drin. Es ist halt, wie gesagt, ein flüssiger Highlighter und so sieht das kleine Tübchen hier einmal aus. Das ist wirklich sehr, 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 sehr klein. Das nächste Produkt, was ich hier habe, ist von Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Das sind 20 Milliliter und ich denke mal, das ist halt, wie gesagt, etwas für die Haut. Ein Glow Priming Moisturizer. Ja, ich blende euch ebenfalls hier ein, was genau das hier machen soll und genau. Das nächste Produkt ist von Mein Tan Body Skin und zwar ist es ein Cucumber Smooth und Moisturize, ein Hydrating Face Body Tan Mist. 30 Milliliter sind das und so schaut das hier einmal aus. Ebenfalls ein Spray für Gesicht, Körper, Gesicht und Körper, genau. Das nächste Produkt, was ich hier habe, ist von Revlon ein Lippenstift. Und zwar ist es die Farbe 225 Creme Roséwein. Ein Revlon Super Lustrose Lipstick. Ich denke mal, das ist die Farbe Rot, weil es halt hier rot ist. Mir kommt es ziemlich bekannt vor, weil so einen Lippenstift
gab es auch in irgendeinem Adventskalender letztes Jahr. Ihr denkt wahrscheinlich, sie kann sich noch daran erinnern. Ja, ich kann mich tatsächlich... Ah ja, man kann das hier sehen. Ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, weil dieser Lippenstift, wenn ich mich nicht irre, ziemlich teuer war. Und ziemlich teure Produkte bleiben bei mir auf jeden Fall in Erinnerung. Auch wenn ich sie weitergegeben habe. Ich zeige euch mal das, den Lippenstift von innen. Okay, so rot ist das nicht wie auf der Verpackung. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Rot. Aber halt nicht so knallig. Riechen tut das jetzt nicht so gut. Aber es sieht halt nicht so aus wie dieses Rot. Das sieht halt viel, 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 viel knalliger aus, als das da drinne ist. So, und das letzte Produkt, was ich hier habe, ist von Starskin VIP ein 7 Second Luxury All Day Mask. 7 in 1 Miracle Skin Mask Pad. Gute Frage. Was genau das ist? Es wäre schön, wenn man sich das auch auf Deutsch mal durchlesen könnte. Auf jeden Fall steht hier Massage, Exfoliator, Toner, Serum, Moisturizer, Mask und Make-up Primer steht hier drauf. Okay. Dieses Produkt hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo drin gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher, wo genau. Aber das hatten wir auf jeden Fall schon mal irgendwo drin gehabt, denn die Verpackung kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich meine aber, das habe ich auch weitergegeben, weil, ich weiß nicht, ich habe halt einfach zu viele Masken und da denke ich mir auch, besser gebe ich das irgendwem weiter, als wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, monatelang in meinen Sachen da liegen habe. Finde ich halt natürlich besser, dass es dann jemand bekommt, der es halt eben sofort benutzen kann. Und das waren tatsächlich schon die Produkte aus dieser Make-up-Tasche. Hier waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte drin. Hier werde ich euch einmal den Wert einblenden. Und dann bin ich auf jeden Fall auf meine nächste Lookfantastic-Box gespannt. Vielleicht kommt sie ja auch in einer Tasche oder wieder in einer Box. Man weiß nie. Auf jeden Fall kann man die Tasche ja an sich auch als Produkt zählen, als siebtes Produkt, was man bekommen hat, weil ja klar, die Boxen kann man natürlich auch benutzen, aber man kann sie halt jetzt nicht unbedingt auf Reisen mitnehmen, als wenn man so eine Tasche hier einfach mitnimmt. Da passt auch genug rein, wenn man jetzt nicht allzu viel Make-up benutzt. Finde ich die Tasche auf jeden Fall mega, mega schön. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Und genau, ist auf jeden Fall mega cool. Also ich bin wirklich sehr überrascht, dass einfach so eine Tasche einfach hergestellt wurde für Lookfantastic. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn man hier jetzt nicht direkt reinschauen würde. Dass wenn man hier, wie das hier ist, auch hier vorne gemacht hätte. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Genau. Ich finde es trotzdem wirklich in Ordnung. Die Produkte haben mich jetzt nicht allzu sehr angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Tasche, die war in Ordnung. Ihr könnt mal gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben oder wenn ihr eure Lookfantastic Box oder Tasche bekommen habt, wie ihr diese fandet. Und das war es auch tatsächlich schon mit diesem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hatte, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!